In diesem Video stelle ich euch This Time is Different oder Dieses Mal ist es anders, ein Buch über Finanzkrisen, was von den Professoren Carmen Reinert und Kenneth S. Rogoff geschrieben worden ist. Und da analysieren die eigentlich alle Finanzkrisen, die es so in den letzten 800 Jahren gab. Und es ist ein bisschen akademisch, also es wird dann gezeigt, welche Krise ist am stärksten oder und wie entwickelt sich ein Land nach der Krise und vergleicht es auch mit früher. Also wenn früher ein Land seine Auslandsschulden nicht beglichen hat, dann ist dann auch die Kreditnation da auch mal einmarschiert. Das ist natürlich heute jetzt in Europa nicht mehr möglich. Das sagt aber auch letztendlich, ein Staat kann letztendlich fast immer seine Schulden begleichen. Er will es aber meistens nicht. Sei es jetzt Beispiel Griechenland oder Argentinien. Er könnte ja theoretisch irgendwie Land verkaufen oder die Bürger stärker besteuern. Das würde ja alles in seiner Macht stehen. Macht er aber nicht, weil es politisch nicht durchsetzungsfähig ist. Und es zeigt auch, also wie gesagt, Spanien ist in den letzten 150 Jahren 5-6 Mal pleite gegangen. Auch Deutschland vor 45 ist relativ oft, konnte seine Schulden nicht begleichen. Das Buch hat auch ein bisschen aber, sag ich mal, für den durchschnittlichen Investor sehr akademisch und es wurde auch kritisiert, weil im Spiegel gab es auch mal einen Artikel dazu, dass diese Autoren haben einen Fehler bei ihrer Analyse gemacht, weil einfach irgendwie ein paar Daten sind nicht mit reingenommen worden und deswegen sind da ein paar Aussagen dann auch nicht mehr so ganz gültig. Nichtsdestotrotz, wer sich für Finanzkrisen interessiert, auch ein bisschen, sag ich mal, VWL und Statistik spannend findet, ist das auf jeden Fall ein Buch, was man gelesen haben sollte.